Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen klingreichen Folge God of War 3. Es geht natürlich weiter, wo wir auch zuletzt aufgehört haben. Sehen wir was? Ich schätze nicht. Dunkelheit ist mein Freund. Und ihr wisst, wie sehr das wehtut, wenn man die ganze Zeit auf die Knöpfe drücken muss. Und ich sehe nichts. Ey, ey, ey. Ja, geht das mir auf die Nerven? Pisst euch! Oh mein Gott, eine geheime versteckte Wand. Alter. Ich liebe diesen Kopf. Ah, übrigens, in der letzten Folge haben wir ja Herr Dings umgebracht, ne? Ah. Mal gucken. Natürlich ist es Magie. Natürlich nie ist es gesundert, ne? Bitte. God of War. Ab durch die Dunkelheit. Kratos! Er kommt näher! Ich sagte doch, ich kann dir nicht helfen. Aber nur du kannst mir helfen. Ich weiß es. Ich vertraue dir. Tu das nicht. Weißt du, woran er mich erinnert? Ein bisschen an dieser tapferen Vin Diesel Stimme, wenn er nachher irgendwie so richtig ein tapfer macht, wisst ihr? Ich bin zwar nicht gut in erklären, aber trotzdem, ich weiß, wovon ich rede.
Dieses Vin Diesel, wenn er sagt, kein, ich habe keinen Bock mehr. Komm her. Nein, komm her. Diese Vogelperspektive macht irgendwie alles immer schlimmer. Aber mal kurz, kann ich hier überhaupt auch noch weiter? Oh ne, kann ich nicht. Okay. Oh ne. Ich weiß, was das für Viecher sind. Tschüss. Ja, ich hasse euch, Mistviecher! Aua. Und da kommt noch mehr. Nein, ich hasse. Ich hau ab. Tschüss. Ich verpiss mich. Haut rein. Meine Güte, verpisst euch. Meine Güte. Ab doch mal. Es reicht doch. Och Gott. Oh Gott. Ja, ich guck. Wie soll ich das denn machen? Und plötzlich sind da 4, 2. Mann, ey, lass doch los! Verpiss mich. Haut doch rein. Ja, ich hasse diese Bücher. Meine Fresse! Es ist noch schlimmer als keine Ahnung.
und jetzt ist er unter dem Boden. Aua. Nein. Aua. Ja, biss dich. Ist der unterm Boden? Meine Fresse. Kotzt das mich an! Mann, ich hasse diese Viecher! Digga, sind das Würmer? Ich glaube, die können nichts anderes, das soll unter dem Boden sein. Ich muss die ganze Zeit nerven. Mann! Hält mir nicht auf die Nerven! Verfickt nochmal nicht auf die Nerven! Du! Spacken! Hurensohn! Mada! Fucker! Nein! Heute mal nicht. Ja, piss dich. Tu mir den Gefallen. Piss dich einfach nur von der Welt. Nein. Piss dich. Oh, blöd quatschen. Mist. Komm drauf. Du auch! In die Fresse! Irgendwann mal. Aua. Dann komm doch jetzt aus dem Boden raus. So. Ende. Meine Güte. Ich hasse diese Viecher. Nicht mehr mit mir. Alter, jetzt ernsthaft, ohne mich. Wenn die Macher meinen, dass diese Gegner Spaß machen, das ist eine echte Übertreibung. Die Macher sind, glaube ich, nur zwei gewesen von God of War Ragnarok zumindest. Einer war ja in God of War 3 und so, hat ein einziger ihn gespielt. Wusch. Wow. Oh mein Gott, nur für eine Kiste. Was für ein Wucherer. Wir wollen mal nichts zu tun, als wäre das jetzt richtig übertrieben.
Jetzt geht's hoch. Und jetzt wird's die Kette des Gleichgewichts. Oh Gott. Das ist ja wie bei War. Das ist wirklich wie bei Warfinder gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist keine Untertreibung hier. Oh Mann. Oh Gott. Herrgott! Mein Leben! Das ist einfach so mein Leben! Oh, Herrgott, ich hab's geschafft! Tschüss. Ich will nicht wissen, wie lang diese Kette generell ist. Oh Gott. Natürlich geht's noch weiter. Kletter doch hoch. Hoch da. Hoch. Aua. Ich habe gerade in die Fresse kassiert. Auch wenn er nur weil er nicht schneller klettern kann. Und das sieht schlimm aus. Ach da, oh mein Gott! Der Fliegenscheide! Ein bisschen Übertreibung! Und... Hallo! Ach da, schnell! Ja, wie viele Steine ich hier überhaupt aushalte. Oh. Schon wieder eine Feder. Und es geht weiter. Runde 2. Die Kette des Olymps hättest du sie nennen können. Aber gut. Aua. Und jetzt kommen wir zu dem schmerzvollsten Teil hier. Oh mein Gott! Ey, das ist so unmöglich nach unten! Oh Gott! Ey, leck mich doch am Arsch! Diese Folge ist noch unmöglicher als keine Ahnung. Ich krieg am Anfang direkt eins aufs Maul. Mann, immer wenn ich da hingehe. Okay, das ist einfach nur noch um eine Kette, wo es nur um den Tod geht. Mann, ist es so unmöglich zu lenken. Mann! Aua. Oh mein Gott. Die bewegen sich.
Die Höhlen. Warte mal, kann ich den Kopf heute verbessern? Persönlich finde ich aber auch die lilanen Klingen geil. Ich will jetzt und da kommen wieder Freunde. Alter. Alter, ich rasiere mit den Klingen des Todes. Lass dir das mal. Aua. Ah, natürlich könnt ihr blocken, ne? Aua. Was soll man rein? Ah! Aua, 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 aua. Ja,
Alter. Aua. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Hab ja nicht viel geschmiert. Ei. Aua. Aua. Meine Güte. Gedacht, das macht deutlich mehr Spaß hier. Ich weiß nicht, wer euch erfunden hat. Aua! Es reicht! Jetzt! Genickbruch! Letzter noch. Ganz schön viel in die Fresse kriegt. Da wartet schon Hermes auf uns. Hermes, ich komme. Hermes! Ah, wen haben wir denn da? Kratos, der gefallene Gott. Geist, Spartas, der verfluchte Sterbliche. Meine von Zeus Schmeißfliegen zu fangen, fehlt mir die Zeit, Hermes. So spricht ein Feigling, Kratos. Du fängst mich nicht, weil du weißt, dass du es nicht kannst. Kratos, wo geht's denn heute hin? Wieder Familienmitglieder umbringen? Ach stimmt, ja, dieses Mal deinen Vater Zeus. Vergiss es, das wird nichts. Kratos in unmöglicher Mission. Mal wieder. Nie wird er es lernen, nie wird er es sehen. Kratos ermordet sein eigenes Fleisch und Blut. Kratos, Göttertor und Tor der Menschenbrut. Auf immer, immer verdammt, auf immer, immer verloren. Verzehrt von Rache und brennendem Zorn. Der Spartaner läuft auf zum Todesdorn. Das war so eine langweilige Begegnung mit dir, Hermes. Aber gut. Dann weiß ich wohl, wen wir als nächstes umbringen. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Speicherpunkt? Nein? Okay, dann wird's mal wieder nächste Excel-Folge.
Alter, wie lange hängt er schon? Ich will doch noch speichern. Ist das schon? Okay. Doras Büchse? Was bedeutet das alles? Deine Augen trügen dich nicht, Kratos. Es ist dieselbe Büchse, die du einst geöffnet hast. Sie birgt noch immer die Macht, einen Gott zu töten. Ich befreite diese Macht beim Sieg über Ares. Nein. Gefangen in dieser Büchse ist eine noch stärkere Macht, eine einst irdische Macht. Alles begann mit Zeus' Triumph über die Titanen im großen Krieg. Zeus erkannte, wie übel aus jenem Krieg würden ungebändig die Welt der Menschen und Götter vernichten. Zur Bändigung der Übel befahl Zeus Hephaistos, ein Gefäß zu bauen, das stark genug dafür war. Angst, Gier, Hass, alle sperrte er in die Büchse, in der Hoffnung, sie mögen nie wieder seine Herrschaft bedrohen. Beim Öffnen der Büchse im Kampf gegen Ares hast du verbotene Mächte benutzt. Nach deinem großen Sieg floss Angst in Zeus. Aber das Feuer ist tödlich. Wie komme ich dann an die Büchse? Mit ihrer Namensschwester, Kratos. Pandora. Sie ist der Schlüssel zur Vernichtung des Feuers. Der Schlüssel zu unserer Rache. Es wird schwierig, Spartaner. Mit einem Kind werde ich schon fertig werden, Athena. Ich hoffe, du hast recht, Geist Spartas. Darf ich jetzt irgendwann mal verfickt nochmal speichern? Okay, Leute, das war's mit dem Video. God of War. Ja. Allerdings hoffe ich echt, dass sie euch die Folge ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Weil wir haben jetzt Samus kennengelernt. Wir wissen, wer als nächstes von den Göttern kommt. Eigentlich weiß man das ja schon, wenn man das Spiel durch hat. Naja, und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge retten wir Pandora, töten Hermes und danach sind wir der größte Götterjäger der Welt, Göttertöter auch. Dann guckt euch das mal an, wie er geht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und wir fiedern uns mal wieder weg. Tschüss.